So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Star Wars Booster. Und zwar die brandneuen und aktuellen Root Run. Okay, ja, so neu sind sie nicht mehr. Aber meine Sammelmappe ist noch nicht vollständig. Deswegen habe ich mir mal 10 Booster mal wieder besorgt. Und was ich da jetzt für Karten drinne finde und ob meine Sammelmappe dadurch voll ist, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Wieder zum Warmmachen, dann wird das Bild ja sichtbar. Und wie gesagt, auf jeden Fall kommentiert mir das, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt und. Ganz egal was, hier sollt ihr auf jeden Fall, wenn nicht dann für mich, dann für die anderen Zuschauer, die vielleicht erst jetzt anfangen möchten, die zu sammeln. Oh, mal wieder eine etwas hochwertige Plastikkarte. Lege ich mal wieder nach rechts. Vielleicht finde ich ja mal wieder eine limitierte, wie letzte Mal, als ich ein paar Booster aufgemacht habe. Weil die sind ja wirklich in diese Serie, gibt es glaube ich gar nicht so viele wie sonst. Dafür gibt es hier Aufkleber. Aber einige Motive sind ja wirklich nicht schlecht. Und wie gesagt, ich möchte gerne von euch Kommentare und nochmals Kommentare. Auch seid mal ehrlich zu euch selber, wenn ihr sie nicht gut findet. Ruhig mal schreiben, warum ihr sie nicht gut findet. Würde mich auch interessieren. Ja, einige Puzzleteile wieder dabei gewesen. Ich hoffe ja mal, dass meine Puzzle jetzt komplett vollständig sind. Weil da fehlt mir wirklich nicht kaum noch welche. Ah, wieder eine Glitzerkarte. Sind die auch schon etwas hochwertiger. Könnt mir ja auch schreiben, wie vollständig eure Mappe schon ist, wenn ihr die sie gesammelt habt. Vielleicht sind ja da draußen schon welche, die sie komplett vollständig haben. Würde mich auch gerne interessieren. Und wenn ihr dann vollständig habt, hauptsächlich das gelohnt hat, sie zu sammeln. Ruhig ehrliche Kommentare hier reinschreiben. Dann weiß ich und die anderen Zuschauer auf jeden Fall, was man davon halten soll. Wieder ein Aufkleber? Ah. Nee. Oh, einige Glitzerkarten haben wir jetzt in diese Booster drin gefunden. Und Puzzleteile. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wer sie jetzt natürlich erst interessant findet. Und gut, ich versuche sie natürlich. Wie gesagt, ich versuche sie unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger müsste so langsam der Zeitpunkt sein. Also schaut immer wieder mal unten rein. Wenn man sowieso ein paar mehr bestellt, ist sowieso immer günstiger. Aber das wissen ja die meisten von euch. Deswegen genießen wir jetzt die letzten beiden Root Run Star Wars Sammelbooster. Booster-Tütchen. Oh. Wieder eine Plastikkarte. Ja, ich hoffe mal, dass meine Puzzleteile jetzt so langsam fertig sind. Also, das ist es nun leider schon, das 10. und letzte Star Wars Root Run Booster Tütchen. Für heute. Allerdings nur für heute, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, das auch immer kommentieren. Ob ich davon vor die Kamera noch mehrere aufmachen soll. Wenn ihr nicht selber schreiben wollt, drückt immer Daumen hoch. Umso mehr Daumen hoch sind, umso schneller werde ich natürlich die Booster öffnen. Aber das wissen ja die meisten von euch schon. Also, das waren jetzt meine 10 Star Wars Root Run Booster Karten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Ansonsten war es das mal wieder und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin
Und schaut zu.